Herzlich willkommen zum Lernfeld 10 PowerPoint Karaoke. Heute zuerst mit dem Hochdruckverfahren oder den Hochdruckverfahren. Wir werden zumindest ein, zwei besprechen. Sie sehen, wer mir die Vorbereitung geleistet hat. Herzlichen Dank schon mal dafür. Was wir auf der Titelseite sehen, ist auf jeden Fall schon mal eine Druckmaschine und eine Druckform und ein Blatt Papier. Das auf jeden Fall schon mal. Gut, wie ist das Ganze gegliedert? Also Buchdruck, Merkmale des Hochdrucks, Verwendung des Hochdrucks, Ablauf der Drucktechnik, Druckmaschinen und dann noch eine Seite mit Quellen. Der Buchdruck ist also eine Sonderform des Hochdrucks, wollen wir feststellen. Gut, was hat es mit dem Buchdruck auf sich? Der ist erfunden worden von Johannes Gutenberg. Durch Johannes Gutenberg, ja, wurde das verbreitet. Er hat den Druck mit den beweglichen Lettern, den beweglichen Bleilettern erfunden und nach der Methode wird eben das Buch wird gedruckt, indem es in einzelnen Seiten gedruckt wird und die Druckplatte wird aus einzelnen Lettern und Klischees zusammengesetzt. Ein Klischee werden wir nachher nochmal sehen, was das ist. Lettern sind eben dann die einzelnen Zeichen, die aus dem Setzkasten zusammengesetzt werden, in hier so einen Winkelschieber. Und das wird dann Zeile für Zeile gemacht. Das haben früher Schriftsetzer gemacht, war ein eigener Beruf, der ist mittlerweile ausgestorben. Mussten Leute sein, die extrem gut Rechtschreibung konnten, und die mussten rückwärts lesen können. Warum, werden wir auch noch sehen. Die Druckplatten waren also an sich nicht teuer. Die Bleilettern konnte man immer wieder benutzen, aber die Herstellung war teuer, weil sie hohe Personalkosten hatte. Ja, deswegen benutzt man das so nur noch ganz, ganz selten. Upsala. So, was sind denn die Merkmale des Hochdrucks? Das Druckbild kann man erkennen, dass es Quetschränder am Rand einzelner Zeichen oder Linien gibt. Der Hochdruck erzeugt grundsätzlich trotz der Quetschränder ein sehr scharfes Druckbild. Es können auch sehr kleine Schriftgrade scharf dargestellt werden. Deswegen insbesondere für Bücher genutzt. Ne, mit Bleilettern, also wenn wir Bleiletter haben, bewegliche Bleilettern, Lettern, genau, ja, also bewegliche Bleilettern, dann sprechen wir von Buchdruck. Hochdruck sind alle Druckverfahren, bei denen die Druckform erhaben ist. Eine andere Möglichkeit des Hochdrucks, oder die einfachste Form des Hochdrucks, kennen Sie vielleicht aus der Schule, aus der Grundschule, der Kartoffeldruck. Ja, das ist das gleiche Verfahren. Gut. Weil diese Bleilettern ins Papier reindrücken, kann es sein, dass auf der Rückseite des Bedruckstoffs dann Vertiefungen sind, wie es hier steht. Bis auf das 4. Jahrhundert ist er zurückzuführen. Damals, als man begann, Stempel zu gravieren und diese dann auf weichen Ton zu übertragen, fand auch das Prinzip des Hochdrucks seine Anfänge. Ja, das waren also zum Beispiel die alten Sumerer mit Rollsiegeln und solchen Dingen. Und eben sowas wie Kartoffeldruck. Ja. Dieser entstandene Stempeldruck fand in verschiedensten Kulturen Verwendung. Die Sumerer, Chinesen, Ägypter nutzten den Stempeldruck zur direkten Übertragung eines Druckbilds. Seit dem 8. Jahrhundert wird der Hochdruck zur Vervielfältigung von einzelnen Texten und Bildern verwendet. Ab dem 15. Jahrhundert entwickelte Johannes Gutenberg aus dem Stempeldruck mit festen Druckformen den Buchdruck mit beweglichen Lettern, wie gesagt. Ne? Nun konnte man Texte frei zusammenstellen, musste nicht mehr für jedes Motiv eine eigene Druckform schaffen. Ja, vorher musste man für jede einzelne Seite einen eigenen Druckstock schaffen. Zum Beispiel im Holzdruck. So, da wollen wir mal kurz hier vom Skript abweichen und das mal untermauern. Achso, Turn on the Laser Point, haben Sie schon gesehen, wie ich das mache. Wo haben wir es denn? Nein. Holzschnitt, doch, da ist es ja schon. Früher wurde der Hochdruck eben im Holzschnittverfahren erzeugt. Das heißt, man hatte für jede einzelne Seite einen Druckstock. Ja, also eine komplette Holzplatte, in der alles eingraviert war. Sowohl der Text hier in dem Sinne und auch die Grafik. Und die musste spiegelverkehrt aufgetragen werden. Das musste ein Holzschnitzer machen. Und der musste also spiegelverkehrt sozusagen den Text und die Grafiken alle aufbringen können. Da gibt es natürlich Tricks für, wie man das machen kann. Man kann das alles im Original auf Pergament oder so bringen mit einer besonderen Tinte und dann die dann aufs Holz legen oder auf der Tinte, also das Papier auf oder mit der Tinte das in also richtig rum aufs Holz bringen. Und dann hat man zumindest eine Hand, wie sagt man? Und ein Indiz, wie man das dann einritzen muss. Dann hat man sozusagen das vorgezeichnet da drauf. Okay, also da gibt es Tricks, wie man das machen kann, aber dennoch
eine ganz schöne anstrengende Sache. Und sowas hier, was hier noch Druckstock heißt, wenn das in Blei gegossen wäre, zum Beispiel für eine Anzeige, dann da will ich nicht immer die Schrift neu setzen. Wenn da also hier Persil wäscht so wunderbar die Wäsche mit noch einem Bild, dann nennt man das ein Klischee. Ja? Also das würde theoretisch auch, also hier im Holzdruck nennt man das Druckstock, aber wenn das aus Blei gegossen wäre für eine sich wiederholende Anzeige, dann wäre das ein Klischee. Von der Idee ist also der Holzdruck jede Seite ein komplettes Klischee. Gut, das so viel dazu. Erstmal eine. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie eine Karte damals im Holzdruck, also auch Hochdruckverfahren, dann aussieht, ne, vom Nahen. Man kann dann hier sehen, im Holzdruck hat man dann diese Schraffuren, ganz klassisch diese aus der Holzschnitzerei dann kommen. Gut. Wieder nun zurück zum. Nee, das ist ja. Hier sind wir bei PowerPoint, genau. Mach das mal aus, nicht, dass ich mich hier selber verwirre dauernd. So. Das hatten wir. Diese Erfindung nennt man auch die Gutenbergsche Revolution, also eine Medienrevolution, die erste Massenproduktion von Büchern fand damit statt. Trotz fehlender technischer Neuerungen bis ins 18. Jahrhundert wurde der Hochdruck bis in die 1970er Jahre für die Herstellung von Büchern verwendet. Heute findet das relativ kostspielige Druckverfahren nur noch in wenigen Bereichen Verwendung, weil eben die Druckplatten so schwer herzustellen sind oder zumindest so arbeitsintensiv herzustellen sind. Die Leute will keiner mehr bezahlen, den Beruf gibt es eben auch nicht mehr. Zumindest nicht in großen Mengen. So, wie läuft es grundsätzlich ab? Wir zeichnen, das ist das, was ich versucht habe anzudeuten, wir zeichnen auf. Zum Beispiel ein Stück Holz oder eine Kartoffel, das drauf, was wir zeichnen, was wir sehen wollen. Das schnitzt sich dann aus, dann ist die Druckform erhaben. Dann packe ich da Tinte drauf, packe ein Blatt Papier drauf und siehe, ich habe das F. Das bedeutet, dass mein Bedruckstoff, erst der Bedruckstoff hat es richtig rum drauf. Die Druckform ist spiegelverkehrt. Na, das ist also ganz wichtig. Das steht hier. Das habe ich gesagt. Da wird eingefärbt. Das wird übertragen. Habe ich alles gesagt, ne? Und dann muss das Ganze noch trocknen und dann ist es wieder richtig rum. Wunderbar. Das können wir uns nochmal in anderen Bildern anschauen. Hier, ich mache das mal. Ne, das mache ich mal nicht zu. Das mache ich mal zu. Hier sehen wir noch den Druckstock nochmal näher. Hier kann man das nochmal gut sehen, wie das in der großen Druckmaschine aussieht. Ich habe hier den Druckzylinder mit Druckstoff, also da wird das Papier drüber gerollt. Das ist die Drehrichtung. Und wir haben hier die Druckform mit erhabenen Bildelementen, hier die Walzen, die das Ding dauernd mit Farbe bestreichen und dann wird das Papier drüber gerollt. Da sehen wir auch ein Beispiel für einen Quetschrand. Ja, hier rechts in der Abbildung sehen Sie einen Quetschrand. Hier nochmal so eine Bleiletter mit Details. Wir haben hier seitlich Punze, da das Schriftbild selber. Fleisch ist der ganze obere Bereich und so weiter. Ne? Konus ist dann die Abwölbung hier und so weiter und so fort. Können Sie im Detail angucken. Was schon mal erstmal wichtig oder interessant ist, dass Schriftarten, Schriftsätze, die wurden früher tatsächlich gegossen. Das heißt, wenn ich jetzt in Futura oder Linotype ist ja die Firma, wenn ich in Futura oder in Univer oder in Times New Roman irgendwas setzen wollte, dann brauchte ich einen kompletten Setzkasten in der Größe mit allen Bleilettern. Und zwar alle Lettern schön häufig, damit ich damit ganze Seiten befüllen kann. Und hier nochmal ein Bild für die Quetschränder. Wenn man sich also mit einem Fadenzähler das von Namen anguckt, also eine Art Lupe ist das, dann kann ich da diese Quetschränder sehen. Und hier sehen wir nochmal den Winkelhaken mit der Bleisatzzeile, den Setzkasten und den Bleilettern hier. Und das sind, ne, da sehen wir auch unten, hier steht 24 Punkt, das ist eine typografische Größe, Helvetica, Breitfett. Ja, wir haben ja über Schrift in Lernfeld 5 einiges gelernt und das taucht da wieder auf und kommt aus dieser Schriftsetzerei in dieser Art und Weise. Will der da Edeka setzen? Edeka? Ja, kann, nee, ohne A. Gut, ne? Und der musste das natürlich dann verkehrt rum machen, damit es dann richtig rum in der Seite ist. Gut. Wieder zurück. Ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier hin. Wir haben jetzt hier noch ein paar Druckmaschinen, die uns vorgestellt werden.
Tiegeldruckpresse, Stoppzylinder, Schnellpresse, Rotationsdruckmaschine, Cameron, Hochdruck, Rollenpresse. Die Tiegeldruckpresse. Hierbei wird mit großem Druck, meist sind das einige 10 Tonnen, die zu bedruckende Fläche gegen den Druckträger aufgetragen. In den 20er Jahren galt diese Maschine als Vorreiter für die Massenproduktion. Bis zu 3000 Bögen konnten in einer Stunde, und das ziemlich kostengünstig, gedruckt werden. Größere Formate als DIN A3 sind auf diesen Maschinen allerdings nicht möglich. Angewendet werden sie heute noch, um eher kleinformatige Papiere wie beispielsweise Karten, Briefpapier, Etiketten oder Prospekte zu erstellen. Ja, wahrscheinlich sind damit gemeint Glückwunschkarten. Und da sind wir auch bei einem Bereich, wo immer noch der Hochdruck oder der Buchdruck im genaueren, im engeren Sinne benutzt wird. Bei dem Druck zum Beispiel von Hochzeitskarten, damit die eben dieses edle Schriftbild haben und wo es mich nicht stört, dass auf der Rückseite die Buchstaben vertieft sind. Das mag ich vielleicht sogar. Wir sehen auch hier einen der großen Platzhirsche in. Kann ich das hier nicht wieder? Ja, genau. Einen der großen Platzhirsche in Deutschland, die Heidelberger Druckmaschinen. Die Firma Heidelberger Druckmaschinen war riesengroß, ist immer noch groß, aber die haben wirtschaftliche Probleme in den letzten Jahren. Stoppzylinder-Schnellpresse. Das zu bedruckende Papier wird um eine Art Zylinder, um den Gegendruck zu erhalten, gespannt, um es dann über den Druckträger rollen zu lassen. Es können mit diesem Verfahren rund 5000 Drucke pro Stunde hergestellt werden, was eher weniger rentabel ist. Formate bis zu einem Bereich von 72 x 104 cm sind druckbar. Dann haben wir die Rotationsdruckmaschine. Diese Maschine kann bei drei Hauptdruckverfahren angewendet werden. Sie besteht aus dem Druckträger und dem Gegendruckzylinder, zwischen denen das Papier laufen und die Farbe aufnehmen kann. Und irgendwo fehlt da ein Komma. Na gut, Sie können ja lesen, was da steht. Falls mehrere Plattenzylinder verwendet werden, wären sogar mehrfarbige Drucke in einem einzigen Druckvorgang möglich. Ja, logisch, wenn ich also die Farbzylinder hintereinander reihe. Das ist auch das Verfahren, was man heutzutage im Mehrfachdruck benutzt. Mehrere Farbzylinder hintereinander. Insgesamt können etwa 30.000 Drucke pro Stunde ausgegeben werden. Und die Cameron-Hochdruckrollenpresse jetzt leider ohne Bild. Sie ist eine Sonderform des Hochdrucks. Auf zwei endlos rotierenden Gurten werden für den Schön- und Widerdruck flexible Fotopolymerplatten befestigt. Im ersten Druckgang wird die gesamte Papierbahn in Schöndruck bedruckt. Im zweiten Druckgang wird der Widerdruck durchgeführt. Anschließend erfolgt die Druckweiterverarbeitung. Ja, das ist ohne Beispiele jetzt schwer zu erklären. Soll ich tun. Hier sind die Quellen und dann sage ich erstmal Dankeschön dafür. Wichtige Punkte, sehr, sehr teuer. In der Kartografie eigentlich nur in der Holzdruckzeit benutzt worden. Also der Buchdruck selber. Für das Prägen von in einer Buchbinderei geprägten Buchtiteln, also wenn Sie Ihre Diplomarbeit oder eine Zeitschriftenreihe, wenn Sie die beim Buchbinder binden lassen, dann werden da die Titel meistens mit Gold- oder Silberlettern dann da auch nochmal per Hand im Buchdruckverfahren mit Bleilettern eingeprägt. Gut, leider haben wir, wie gesagt, nicht die Zeit zu erklären, was Widerdruck und so, was das alles genau ist, ohne die Beispiele und nur mit dem Folien hier. Gut, das können Sie sich dann ein andermal dann selber erarbeiten. Gut, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.